Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist wieder back in business und heute mal wieder mit einem neuen Video, Leute. Deswegen lasst mal wieder ein dickes Like da, denn bei 1000 Likes kommt morgen direkt das nächste Video, Leute. Und ganz wichtiger Hase, wir versuchen heute mit diesem neuen Regenschirm und diesen Luftkissen eine Skybase zu bauen, nach oben zu gehen, runter zu springen und zu gewinnen. Und was dann passiert ist, Leute, das werdet ihr niemals glauben. Deswegen, Leute, viel Spaß auf jeden Fall mit dem Video und Creator Code ZRussik mit dem Shop eingeben. Okay, Leute, nun befinden wir uns in der Game Lobby und werden es tatsächlich probieren, diese Skybase zu machen und mit diesen Luftpolster-Kakashkis zu überleben, denn wenn die schon neu drin im Spiel sind, werden wir diese auch ausnutzen, meine lieben Freunde. Leute, nicht vergessen, das Video auf jeden Fall mit einem dicken Daumen nach oben zu belohnen, denn ich bin gerade daily für euch am Start und ja, da vorne ist ein Gegner G und den werden wir gleich töten, ja? Den wir. Okay, 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 okay. Hä? Run. Was ist das für einer? Nein, bye, nein, have nein. A great time. Was macht er? Das ist der richtige Charlie. Was war das für ein süßer Charlie, Leute? Jetzt mal for real. Der war ja irgendwie richtig verzweifelt. Nein, Brudi. Komm, ich zeig mal, wo dein Mate ist. Oh. Jetzt weiß ich, wo dein Mate ist. Nämlich tot, Brudi. Okay. Wir haben noch nicht unsere Luftpolster-Scheiße. Die müssten wir auf jeden Fall uns irgendwie aneignen. Okay, Freunde. Okay, konzentriert bleiben, konzentriert bleiben. Konzentriert bleiben, meine Freunde. Aber wir bräuchten jetzt mal die neue Scheiße. Hallo, everybody. Hello, everybody. Hello, Freunde. Also, es muss auf jeden Fall hier noch jemand rumrennen. Ne Barrett-Sniper. Da hat einen Schnauzen, Bruder. Ey, da hat mir ja voll den Hit gesetzt, Mann. Okay, der nächste bitte. Dich töte ich auch noch, kein Problem. Da, noch jemand? Nein. Dabei. Gib mir. Oh, nice, erstmal Wodichke. Aber wir haben immer noch nicht diese Plumpskissen, Alter. Ich gehe Gegner töten und hoffe, dass sie die Gegner haben und bauen Endgame dann eine Skybase. Das ist doch auch eine krasse Idee. Hello, guys. Hier muss doch irgendwo jemand rumrennen und mir ein bisschen Sachen geben. Wo seid ihr denn, meine kleinen süßen Chivapchichikis? Okay, hier wurde auf jeden Fall gefightet. Aha! Was haben wir denn da? Huh. Überraschung, Freunde! Überraschung, ich bin's! Ich bin's, ein kleiner Russik. Pupsik! So, ganz korrekt. Wir probieren mal den Ringschirm aus. Oh, fuck. Ich habe aus Versehen das Ding platziert, Leute. Nein! Ich habe sie aus Versehen platziert. Ich habe nur Space gedrückt und dann ist passiert. Den werden wir jetzt ganz kurz natzen. Ey, Mann, Mission abbrechen, Leute. Oh, du bist so tot. Mission abbrechen, Freunde. Oh, da ist der Mate. Okay. Haben die diese Luftpolsterkissen dabei? Nein. Wir wollen aber immer noch diese Mission durchziehen, Leute. Wir schaffen das, auch wenn wir am Ende dann nur mit Heli hochfliegen müssen oder so. Wir werden runterbouncen und dann den Gegner überraschen. Das ist unser Ziel, Leute. Okay, da ist ein Heli auf jeden Fall. Der schießt, wird abgeschossen. Okay, Bro. Okay, Bro, was bist du denn für ein kleiner Camper? Ja, wir haben es, Leute. Wir haben wieder das, was wir brauchen. Noch Jumpers dazu. Okay. Noch eine goldene Pump. Oh mein Gott, und eine goldene Scar. Holy shit.
Was ist hier los, Leute? Was ist hier schon wieder los? Okay, jetzt haben wir wirklich jetzt unsere Items wieder. Alter, dieser Lu, der hier rumliegt, krank. Tommy Gun noch. Alter, wie hat er die Tommy Gun bekommen, Mann? Egal, scheiß auf Tommy Gun. Wir bleiben lieber bei unserem Loadout jetzt so. Digga, guckt euch mal diese Items an, die wir alle hier haben. Zu wild, Leute. Es leben noch 15 Gegner. Wir können es jetzt tatsächlich schaffen, unsere Mission noch durchzuführen. Wir haben 999 Materialien. Wir werden die Skybase bauen, Leute. Wir werden die Skybase bauen. Da vorne ist noch ein Hubschrauber bei Agency. Für alle Fälle, falls sie direkt runtergeballert werden. Oh ja, da ist einer. Oder ist er hier denn mit? Okay. Wie soll ich jetzt denn hier eine Skybase bauen, Jungs? Der ist weggejumpt, okay, das ist nicht schlimm. Es ist eigentlich unmöglich, Leute. Ich sage euch ehrlich, es ist eigentlich unmöglich. Wir müssten lieber vielleicht nach oben fliegen. Weil dieser Typ da vorne auf dem Berg, der kann uns doch nur spotten. Wisst ihr, was ich meine? Diese Ratte da oben. Diese zwei Ratten da oben. Ja, wir fliegen jetzt erstmal. Okay, alles easy. Digga, die machen meinen ganzen Plan kaputt, Leute. Mann, wir müssen uns kurz einen Plan schmieden, Leute. Weil ich will unbedingt irgendwie den letzten töten, indem ich so drauf jumpe, sich die spielen. Aber damit rechnet doch jetzt keiner, dass wir hier an den höchsten Punkt gehen. Hier noch ein Biggie, der rumliegt, nice. Und von hier aus. Wir machen mal so. Okay, ich hoffe, das merkt keiner. Leute, wir versuchen es gerade tatsächlich. Ich gebe mir Mühe, dass es keiner bemerkt. Und wir müssen hoffen, dass die Zone jetzt gleich rotiert und die so lange... Haben die uns gesehen? Die fighten da. Oh nein, ein Helikopter, wie dumm. Wie dumm ist das denn, Leute? Als ob da jetzt ein Helikopter steigt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein! Was los, Mann? Was los, Mann? I get love in my tummy. Oh, love the kishap. Den ersten habe ich. Huch. Oh mein Gott. Easy. Easy, Freunde. Easy. Okay, uns geht's gut, Leute. Uns geht's gut. Wir können es immer noch... Oh, fuck. Ich habe keinen Bouncer mehr. Wir sind trotzdem theoretisch in der Skybase, Leute. Guck mal an. Wir sind ziemlich weit oben. Über den Gegnern. Und jetzt müssen wir nur gucken... Okay. Idiot. Idioten, Alter. Wie kann man den Highground so hergeben? Schön gefragt. Wichtiger Frag. Wichtiger Defen. Ja, hol ihn wieder hoch. Hol ihn wieder hoch, mein Freundchen. Ja, guck ihn dir an. Oh, Baby. Jetzt, Leute, wir lassen ihn tatsächlich gleich. Guck mal,
Komm doch jetzt! Ich hab meinen Regenschirm! Schieß mich runter! Was ist los, Mann? Was willst du tun gegen mich, Brudi? Was willst du gegen den Bratan tun? Leute, das ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Episode gewesen mit diesem Regenschirm. Der Gegner weiß nicht mal, was er tun soll. Ist natürlich optimal. Ist jetzt nicht so gewesen, wie ich es geplant habe. Aber ist trotzdem eine sehr coole Runde. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da. Und